Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, und es wird langsam gruselig, wenn die Musik in Lavandia, oder auch wenn die Musik in Lavandia in diesem Spiel nicht so gruselig ist, kann ich euch, da ist selbst die Musik gruseliger, aber sie war damals viel gruseliger, weil sie sich unterschieden hat, also in Rot-Blau, und hier wurden ja sämtliche Soundtracks verhunzt, laut Fans. Aber die Fan-Kommentare kann ich zwar nicht dementieren, ich würde sie aber immerhin auf die Schippe nehmen. Am Ende des Let's Plays. Aber wahrscheinlich werden wir heute wieder mit unserem guten alten Freund, dem Rivalen, konfrontiert werden, weil ich vorhabe, schon jetzt in den Turm reinzugehen. Und hier haben wir wieder das Oscar... Nee, Nobelpreis, tüchtige Pokémon Fleckmon. Und auch noch du. Weil wir wollen ja alle fertig machen. Ja, in den Islands will ich dann wahrscheinlich einige Trainer auslassen, weil es so nervt hört. Ich werde generell viel in den Islands auslassen, wenn wir überhaupt dahin kommen, wenn wir genügend Pokémon haben. Ja, oder wahrscheinlich werde ich so machen, wenn wir nicht genügend Pokémon haben, würde ich das Let's Play erstmal auf Eis legen, also beenden, und dann mache ich halt so eine Zusatzserie oder pack das einfach nochmal in Pokémon Feuerrot rein. Die Islands. Die Savvy Islands. Genauer gesagt, genauer getan. So, dann hüpfen wir mal geschwind nach Lavandia. Okay, es ist vielleicht doch noch etwas creepy, aber nicht so creepy wie in der Beta-Version. So, dann machen wir nun mal das, was mir nicht so gefällt, aber... Gehen wir in den Pokémon-Turm, / späterer Radioturm. Da mag ich die Musik irgendwie. So, oh, wer steht denn da? Sky88, hallo LP, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Hi, was? Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Gut, da habe ich schon mal was für dich vorbereitet, mein guter Freund. Oh, 5 Pokémon. Ja, jetzt wird's etwas kniffliger. Aber wozu haben wir denn bitte schon Steinhagel erlernt? Ja. Halbgar, ich weiß, aber wenn's hilft, dann hilft's. So, Schillock, mal sehen, ob dein Panzer meinem wunderschönen Steinhagel konstant bleibt. Okay, er überlebt, aber mit Panzerschutz schützt man sich leider nur minderwertig. Deswegen, Schillock, die größte Gefahr, würde ich mal sagen, weg. Fukano, cooles Pokémon, durchaus. Aber in dem Fall... It's time to say goodbye. Hierfür wirkt's auch gleich doppelt. Jetzt müsste nochmal sein Psycho... Ne, hier hat er Owei. Ich glaube, ne, er hat noch mehr Pokémon, also... Definitiv, er hält sich konstant, wenn auch... Nicht so sonderlich gut. Jetzt müsste eigentlich das Psycho... Ding kommen, das Kadabra. Genau. Warum können Pokémon eigentlich nur 4 Attacken erlernen, obwohl sie es im Anime nicht können? Da können sie gleich, was weiß ich, wie viele Attacken erlernen. Oh Mensch, wenn der Anime bloß ansatzweise so wäre wie das Spiel. Ja, aber ich meine, ich
Spielzeug. Das, es kann ja nicht alles Pokémon Origin sein. Wie macht sich dein Pokédex, Nervensäge? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knocker. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun, ich muss weiter. Dann bis später. In den nächsten 2 Meilen, sicherlich. So, wir sind allerdings noch lange nicht fertig, denn es gibt hier noch weitere Treppen. Nach dieser Treppe kommen wir in einen Nebelraum. Hier sind ziemlich viele Hexen, die wir erledigen müssen. Was heißt die erledigen müssen? Später müssen wir sie irgendwann mal erledigen, aber jetzt noch nicht. Aber wir können sie erledigen, um später nichts, zu verpassen. Exorzistin. Ich vergesse immer wieder den Namen. Größtenteils setzen sie Nebulak und Apollo ein, auch wenn Apollo nur selten vorkommt. Hier selbst kann man, in diesen Räumen kann man noch nichts fangen. Der Grund, wir sehen einfach nur Geister dabei. Mehr sehen wir nicht. Und Schlitzer muss ich leider vergessen, weil es einfach nur eine Normalattacke ist und nichts bringt. Da glaube ich noch, dass es eine Normalattacke ist, aber bei Megahieb, wie wir es ja erlebt haben, nein. Oh, verdammt, jetzt bin ich... Ich wollte es mir so richtig bequem machen. Also ich kann es mir hier generell nicht bequem machen, weil ich direkt vor dem PC stehe. Baburga. Baburga. Toll. So, setzen wir einen guten alten Steinhagel ein. Also das wird relativ unspektakulär, das Hochkämpfen auf die Etagen. Ihr verlangt ja von mir, dass ich Hochdeutsch spreche. Also ich kann ja auch Hochdeutsch, aber damit unsere norddeutschen Freunde das nicht zu ernst nehmen. Ja, jetzt kommen wir zu der tollen Tatsache, dass hier nur Geister vorkommen mit Nebulak. Das sind auch normalerweise Nebulaks, wenn das der Plural ist. Aber man kann sie nicht sehen. Warum? Dafür brauchen wir ein Spitz... Das Auge der Wahrheit! Aus Zelda Ocarina of Time. Und dafür müssen wir schon Welten durchbrechen. Also mit dem Auge der Wahrheit können wir halt das lüften, was für den Autonormalverbraucher oder für den allgemeinen Verbraucher nicht sichtbar ist. Wie diese Frauen ihr Nebulak gefangen haben, die scheinen wahrscheinlich einen Pakt mit dem Dämon geschlossen zu haben. Aber das sind alles solche spirituellen Sachen, die übersteigen euch und gehen über den Glauben. Es sei denn, es sind unter euch Spezialisten, die das studiert haben. Aber verändert ist Pokémon ja ein sehr wissenschaftlich hohem Niveau. Ja, ich kann es nicht sehen. Und selbst mit meiner Brille nicht. Nee, in der Neuzeit brauchen wir sowas wie das Auge der Wahrheit nicht. Nein, wir haben ja ein tolles Silipscope. Wenn auch wir es nicht in unserem Besitz haben. Und das schon auf die Nerven gehen kann, kann ich das nicht irgendwie mit dem Schutz ablocken. Weil es geht ja richtig auf die Nerven, weil wir können die Dinger ja nicht fangen. Wir können sie einfach nicht fangen. So. Wir setzen den Schutz ein und sind dann 100 Schritte unverwundbar. Das heißt ja unverwundbar, aber... Das war gerade mein Computerstuhl, mit dem ich mir bei Rabbids Go Home mal über die Füße gefahren bin. Birte. Ich kenne Birdie. Aber nicht eine Birte. Nee, ich kenne eine Birke. Und ich kenne Birdie, aber... Gut, warum ich jetzt eigentlich Birdie erwähnt habe. Ja, nur weil ich sie erwähnen wollte. Lass mich in Ruhe. Ja, die glaubt, dass ich auch ein Geist bin. Ich meine, die sehen ja alles. Die haben ja irgendwie so einen komischen Schmuck auf den Augen. Da ist die Rate der Verwirrung natürlich groß.
Ja, ich weiß gar nicht, welche Top. Ja, genau, welche Topics wollt ihr denn im nächsten Infovideo haben, wenn es bis dahin nicht hochgeladen ist? Also das ist, der Part hier wird wahrscheinlich im März, April erscheinen erst, weil ich zu faul bin, das hochzuladen. Elixier, das alles brauchen wir. Ich finde es irgendwie dumm, dass man Elixier verkaufen kann, es aber allerdings nicht selber kaufen kann. Also, da mangelt schon sehr an Logik, weil ich meine, wer will was verkaufen, was man dann später nicht mehr erwerben kann? Ich meine, bei Nugget kann ich es verstehen, weil es ist ja darauf konzipiert, dass man es verkauft und dadurch Money, Mr. Krabs. Übrigens, es gibt in diesem Turm, wahrscheinlich werden es viele wissen, es gibt in diesem Turm auch die Möglichkeit, sich zu heilen. Wer hätte es gedacht? Ist so ungefähr, ich glaube, im nächsten Stockwerk oder im übernächsten Stockwerk kann man sich heilen. Dann werden sowieso nicht den ganzen Turm abwackern, jetzt hier. Weil es endlich uns eine höhere Macht aufhalten wird, das ist mir natürlich klar. Ah ja, hier ist dieser Schutzbereich. In diesem Kreis, den ihr da seht, wo der Pokéball ist, das ist nicht das Silipscope, kann man sich heilen. Und das tätigen wir noch nicht. Ich zeige euch erstmal, wie man die besiegt. Ja, es könnte schon etwas flotter verlaufen. Wir haben gerade mal 3 Orden, sind schon bei Part 16, oder? Das ist doch 16. Ja, müsste 16 sein. Ja, welches Topic könnte ich mir denn noch ausdenken? Ja, wir haben ja momentan, wo ich das aufnehme, sind die Olympischen Spiele in Sochi, also die Winterspiele. Also für die, die es nicht wissen, ich erkläre es nochmal, das ist aber auch Allgemeinwissen. Es gibt 2 verschiedene Arten der Olympischen Spiele. Da gibt es einmal die Olympischen Sommerspiele, das sind ja auch die bekannteren Spiele, sind auch bekannt als das größte Event, also das größte Event, das es im Fernsehen zu sehen gibt. Und dann gibt es halt noch die Winterspiele, also die beiden Spiele finden in jeweils 2-jährigen Abstand statt. Die letzten Olympischen Sommerspiele waren, wie viele vielleicht wissen, in London. Und die waren relativ cool. Und jetzt finden halt in Sochi, das ist so ein kleiner, oder nicht nur ein kleiner Ort in Russland, aber immerhin ein Ort in Russland, dort finden halt die Olympischen Winterspiele statt. Die Winterspiele werden immer am Anfang des Jahres ausgetragen. Am Anfang des Jahres, in dem sie stattfinden, dann wieder mit 4 Jahren Abstand. Und die Sommerspiele finden immer Anfang des Sommers im Jahr, in dem sie stattfinden, statt. Ja. Also ich bin ja generell nicht so der Sportfreak. Das einzige große Event, das ich mir im Fernsehen immer ergötze, ist praktisch der Grand Prix Eurovision de la Chanson, oder wie er jetzt ja heißt, Eurovision Song Contest, aber das wissen ja viele, weil ECGFX. Und ja, also die Eröffnungsfeier, also ich gucke mir immer gerne die Eröffnungs- und die Schlussfeier an, vor allen Dingen die Eröffnungsfeier, weil da die Länder einziehen. Das fand ich in dem Jahr etwas übertrieben, aber es ist halt nun mal in Russland, das ist ja immer dieses Wortspiel, groß, größer Russland. Es gibt ja keinen am größten, weil das wäre ja Russland, also. Ich habe nichts dagegen, aber es sollte schon irgendwie der sportliche Geist schlussendlich übrig bleiben. So. Gut, wir werden nicht mehr fertig mit diesen Gestalten hier in diesem Part, und ich werde jetzt auf jeden Fall Pause machen und mir ein paar Shows auf YouTube reinziehen. Ja, vielleicht soll ich noch sagen, die nächsten Olympischen Spiele finden in 2,5 Jahren im brasilianischen Rio de Janeiro statt, und da werden jetzt viele Fußballfans aufspringen und sagen, halt einmal, da findet doch auch in näherer Zeit, in näherer Zukunft, das Fußball-Weltmeisterschaftsturnier statt.
Also da kann ich nur sagen, ja, ich bestätige das. Also wie gesagt, ihr müsst es jetzt nicht irgendwie ernst nehmen, dass ich euch gerade mit Allgemeinwissen zuballere, aber ich habe mir halt gedacht, weil es vielleicht so Leute gibt, die es interessiert und die das aufgreifen wollen durch mich. Deswegen die Information. Das ist doch ein guter Level, 45. Damit beende ich den Part, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Part und ciao. Wir sehen uns hier wieder im gruseligen Turm mit der gruseligen Musik.